Nur noch wenige Stunden bis zum SummerSlam, bis zur Greatest Party of the Summer, meine lieben Freunde. Und so kommen wir zur letzten ROH-Show vor diesem Pay-Per-View hier an diesem Sonntag, wo der Tim bereits in Wien sitzt. Genau, ich sitze gerade in Wien. Ich nehme von Wien aus auf. Nur für euch, ey. Richtig, genau. Nicht. Scheiß auf Abschlussfahrt, scheiß auf Saufen mit den Kumpels. Ich nehme auf jetzt. Genau, richtig. Ich bin im Land des größten Mannes aller Zeiten. Ich meine natürlich Ernst Happel, den grandiosen österreichischen Fußballlehrer. So. Wer jetzt was anderes gedacht hat, für eure dreckigen Gedanken kann ich nichts. Übernehme ich keine Verantwortung. Genau. Genau. Ich meinte Ernst Happel, wen ihr meintet, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, für was ich Verantwortung übernehme, ist für diese fantastische ROH-Card schon wieder. Meine lieben Freunde, wir haben Masada gegen The Amazing Red, wir haben Generation Next gegen die Kings of Wrestling, wir haben Austin Aries gegen Eddie Kingston, wir haben die Young Bucks gegen die American Wolves, wir haben Loki gegen Daniel Bryan und wir haben im Main Event Kento gegen Cole Cabana mit ihren jeweiligen Tag Team Partner als Manager. Oh ja. Und das ist auch unser Main Event heute, den wir euch zeigen werden. Nochmal die beiden Tag Teams quasi vor dem Pay-Per-View. Und, die beiden Tag-Teams vor dem Pay-Per-View und erstmal tippen wir jetzt die Card, weil ich habe schon wieder 15 Punkte Rückstand. Das ist schon wieder alles, oh Gott. Ja, hat sich nichts getan, die, ne? Letzten zwei Wochen irgendwie, ich weiß auch nicht, Weiß ich auch nicht. Ja, nachdem ich ja heute Nachmittag bei ECW jeden Tipp richtig hatte, möchte ich da natürlich anknüpfen und sage hier Masada. Und dann sage ich Amazing Red. Was? Amazing Krass, Red besiegt Masada, holy shit. War ja auch kein Hardcore-Match. Ja, daran könnte es eventuell liegen. Generation Next gegen die Kings of Wrestling, also Claudio Castagnoli kriegt nochmal ein Tag Team Match, um sich nochmal warm zu catchen vor dem großen Match mit Tyler Black. Ja, ich denke auch, dass er das Match hier gewinnen wird. Jetzt, wo ich sehr erinnert ist, bin ich wieder an die Schmach von letzter Woche erinnert. Oh, das habe ich immer noch nicht verarbeitet. Ja, komm hier, wenn das die Kings of Wrestling nicht machen, dann überlege ich mir eine neue Begrüßung. Okay. Musst nicht Gott damit anfangen, die Kings of Wrestling. Was hast du überhaupt getippt, Idiot? Was? Was hast du überhaupt, du hast gar nichts gesagt. Doch, ich hab gesagt, Cesaro holt den Sieg. Achso. Okay. Hat jetzt in dem Fall Hero gewonnen, aber Team ist Team, wa? Ja, Team ist Team. Schon okay. Läuft. Austin Aries gegen Eddie Kingston. Ich sage, Austin Aries macht's auch in dieser Woche. Diese Woche sage ich. Also ich sage nochmal, Kingston gewinnt, weil ich da glaube, dass Kingston sich jetzt rächt. Ja! Ja, und ist damit der Erste, der schlägt. Was ist eigentlich los mit dir? Ich führe 3-0 hier bei ROH. Nee, gar nicht. 3-0, bist du besoffen. 3-1. Rast mal nicht aus hier, bloß weil du Riesen bist. Young Bucks gegen American Wolves, natürlich halte ich zu den Wolves. Ja, komm, ich halte jetzt mal zu den Young Bucks. Letzte Woche die irgendwie Wolves geworden, jetzt war ich mal die Young Bucks. Nö. Richards holt den Sieg again! Oh, fuck this shit, ey. Ganz klar, die American Wolves hier, die Sieger dieser Fehde. So, Loki kriegt nochmal zum warmen Catchen Daniel Bryan. Das wird er auch gewinnen, nachdem Daniel Bryan zum einen enttäuscht und zum anderen Loki, der hat die Chance auf den World Title, der wird sich jetzt hier nicht von Bryan Danielson fertig machen lassen. Bryan Danielson tritt den Wichser zurecht. Wie ich diesen Mann jetzt nicht mehr abkann, ne? Noch weniger als vorher. Das ist so richtig der Kaffeesatz von ROH, ey. Und bald neuer World Champ, sag ich dir. Auf gar keinen Fall. Gucken wir mal, und es siegt tatsächlich Bryan Danielson. Ja, göttlich. Könnten wir jetzt bitte Loki aus dem Main Event schmeißen und dann den Bryan da reintun? Ja, genau, damit wir den Main Event nach 2 Minuten abbrechen können. Weil Tyler Black ihn umbringt. Ja, ja. Oh, ich meine, Loki hat es nicht mal geschafft, Tyler Black zu schlagen, nachdem Tyler Black im Cage of Death stand. Ja, und jetzt kommt der Main Event. Kenta gegen Colt Cabana. Kenta, ja, aber interessant ist ja, wie gesagt, die Ansetzung so Kenta Marufuji, nachdem Marufuji jetzt eine gute Vorlage quasi gegeben hat und letzte Woche CM Punk besiegt hat, muss Kenta jetzt natürlich nachziehen, weil ansonsten steht er vor Marufuji natürlich ziemlich schlecht da. Das ist richtig. Muss Kenta jetzt sich beweisen quasi, aber gegen den Comedy-Catcher Colt Cabana sollte das drin sein. Du weißt ja, unterschätze keinen Colt Cabana. Wir haben Double C, Claudio Castagnoli, und wir haben auch Quadruple C. Comedy-Catcher
Cold Cabana. Okay. Okay. Das lasse ich jetzt mal so stehen, wa? Ja. Der Mann ist halt auch einfach nur so, hihi, ich bin lustig und trage Smiley. Bin als Kind einmal zu oft auf den Kopf gefallen. Alter, was war denn das gerade? Was geht ab? Was hast geht du das ab? Bein gerade gesehen? Ach, was geht ab? Hä, was ist jetzt los? Was haben denn jetzt Punk und Kent? Werden beide jetzt weggeschickt? Kent, Marufuji und CM Punk werden einfach des Rings verwiesen. Ja, direkt, du hast noch nichts gemacht, aber Stone Cold darf sich Montag bei Raw alles erlauben. Ja, genau, ne? Der darf da dreimal eingreifen und dem passiert nichts. Richtig. Und hier, das ist der gleiche Schiri wie am Montag bei Raw. Ich erkenne den Hans Wurst doch von Weitem. Der hat jetzt da schon keinen Bock drauf. Sagt direkt, nee, weg mit euch, weg. Ich fand das gerade, also erstens fand ich die Hose von Marufuji ganz cool. Dann ist mir aufgefallen, dass sich Cabana gerade bei dem Tritt ungefähr dreimal das Bein gebrochen hat. Distance. Oh, aber mit dem gebrochenen Bein erst ein Springboard Dropkick. Genau. Ja. Also damit kann Marufuji auch gar nicht zugucken, was der Kenta hier macht. Ich sage, wir bringen auch Kenta, ne? Nur damit er Bescheid wisst. Ja, ja. Viel zu spät, jetzt wird wieder gehatet. Ja, aber es gibt hier so viel zu erzählen, gar nichts dafür, dass der Glitch hier schon wieder das Bein bricht. Ja, ich auch nicht. Dass der Schiri dann einfach keinen Bock mehr auf alle hat. Sagt Dragon. Ja, ja, und Kenta tritt jetzt hier Cold Cabana zurecht. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen im Gefühl, Cold Cabana macht's. Einfach nur, ja, damit einfach die Storyline zwischen Marufuji und Kenta fortgesetzt wird. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Und um mich zu ärgern. Und um dich zu ärgern. Weil das Spiel mag dich ja nicht. Nee. Das nee. Mag ja auch Shawn Michaels nicht. Shawn Michaels kriegt ja auch immer auf die Fresse. Alles, was ich mag, verliert. Na Gott sei Dank hat der Fallen Angel nicht gewonnen. Ja, sonst wäre aber auch vorbei gewesen. Er hätte ich gequittet. Jetzt einen neuen Job gesucht. Meinen Job hingeschmissen und hätte noch ausgewandert. Hypebomb noch gemacht für alle und dann wäre ich raus gewesen. Nochmal oh gegen Mann, alles. Pipebomb von Kim. Spinning Backfist. Gegen alles geshootet, was, gegen was man so shooten kann. Angefangen bei Bret Hart. Bei den Undertaker. Das wird dann kommen zum Abschluss des Projekts, so nach WrestleMania oder so. Ja. Oh, jetzt hier die Elbows von Cold Cabana. Über Davey Richards, Loki, Cold Cabana. Gegen was habe ich denn noch so geshootet? Es gibt so viel, wogegen man shooten kann. So viel. Und jetzt hier wieder der Soccer-Kick. Ah, immer wenn Cold Cabana ausholt zum Tritt, habe ich ein bisschen Angst. Bam, High-Kick. Kenta, kommst du ins Match? Jawohl. Alter, er tritt ihn jetzt zurecht mit seinen eigenen Waffen. Ja, er stifft ihn hier einfach mit Tritten zurecht, hebt ihn jetzt hier aus. Bam, was ein Power-Slam und... Oh, schöner Quick-Leg-Drop noch hinterher. Oh, jetzt das Cover, One. Na, das kennt er. Ja, da brauchst du Kenta jetzt hier nicht. Kann man aber erst ein Slap ins Gesicht, Arschloch, bleibt liegen. Und dann sagt der Enzigiri hinterher, Kenta wollte gerade mal ein bisschen Gott und jetzt hier wieder die... Alter, ich sag doch, unterschätzt diesen Coke Banner nicht. Ich unterschätze den nicht, ich mag den nicht. Das ist ein Spiel. Oh Gott. Harter Whip and... Oh, nee, Kenta endlich mal mit dem Konter, Suplex. Suplex, yeah. In die Ringecke, muss man sich jetzt vorstellen, dass er da total in die Ringecke knallt und mit dem Genick so... auf dem Boden. Mindestens. Und jetzt hier, aber guck mal, Und jetzt wieder der High Kick. Und jetzt hat er ausgekickt. Oh ne, ausgekickt, das kennt er jetzt. Ja, richtig. Hat er ausgekickt. Oh! Endlich mal ein starker Move von Kenta, wurde aber mal Zeit. Ja, Running Farm das oder was. Das bringt doch nichts, wenn du da immer nur die Hand auf die Matte haust. Hat halt gar keinen. Oh, was. Pedigree! Nein. Ich dachte, ich hätte. Der hat nicht Pedigree Chicken Wing. Oh nein. Oh, Death ist Valley das etwa der Colt 45? Nein, das wird. Airplane Spin. Oh. Siehst du, das meine ich mit Comedy Catch. Das ist halt einfach ein Move, der hat so gar keinen. Ja, aber Double C mit seinem Swing. Ja, möchtest du mal, dass dir das ganze Kopf, das Blut so in den Kopf. Was? Ich hab ja eigentlich schon wieder nur zwei Worte für dieses Ende, ne? Du weißt, welche Worte ich für dieses Ende habe. Ja. Gut. Fucking Bullshit! Sehe ich das gerade richtig, dass Cole Cabana nach einem Airplane Spin Kenta besiegt hat? Ist so traurig. Ist so traurig. Oh Gott, wie overrated ist eigentlich Cold Cabana? Der kriegt ja einen World Title, Alter.
Ja, sofort, Nicht, nicht. Komm gar nicht auf so eine Idee. Heilige Scheiße. Also, Kenta mit dem Airplane Spin besiegen ist ein bisschen... Ja, aber ja, gut, der hat ihn auch oft vorher vom Kopf gedreht, muss ich dazu sagen. Aha. Ich meine, er wurde schon ganz schön niedergestifft, ja, aber... Das ist echt peinlich. Das ist ja, also, ich sag ja, oder Cole Cabana gewinnt, um die Storyline mit Naomichi Marufuji fortzusetzen. Denn ich denke, der wird jetzt auch noch sagen, Alter, du willst mir wirklich erzählen, dass du besser bist als ich? Du wirst nach einem fucking Airplane-Spin besiegt. Geh doch mal nach Hause. Oh ja. Da verteidige ich lieber alleine gegen die Second City Saints, als mit dir drum zu worken, ey. Ja, ich hab's immer gesagt, ich halte Marufuji für den besseren von den beiden. Aber gut. Ja, gut, das war die letzte Show vom Sommerfestle. Ja. Und morgen kommt dann mal wieder mindestens 30 Pre-Show-Matches, weil wir das 7 machen können, aber gefühlte 10 Ideen haben. Ja, mindestens. Mindestens für Matches. Deshalb freut euch auf die Pre-Show von der Pre-Show vom Sommerfestle. Genau, die gibt's morgen. Und wir wünschen euch in diesem Sinne noch einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die neue Woche. Bis morgen zum Pay-Per-View. Ciao. Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen. Das war's für diese Folge. Wenn ihr eine Menge Spaß hattet, dann gebt dem Video noch einfach einen Daumen nach oben, denn das würde mir für die Zukunft sehr helfen. Wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt, dann klickt einfach hier links auf die Let's Play Spalte, denn dort kommt ihr auf eine Playlist mit über 100 angefangenen Let's Plays. Da denke ich mal, wird bestimmt was für euch dabei sein. Und wenn ihr keine Lust mehr auf Let's Plays habt, dann klickt ihr einfach rechts, denn dort könnt ihr auf eine Playlist kommen mit unseren Real-Life-Videos, Frittieren und Co. Da werdet ihr bestimmt auch eine Menge Spaß haben, denn die Videos sind absolut abgefahren. Und wenn ihr in Zukunft den Wolfpack joinen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.